Ja, das ist dabei. Das ist der McLaren. Bisschen Schultern. Und ja, wer kennt den Tauchtitel? Niemand. Niemand ins Programm geschaut. Ja. Wir erzählen natürlich was über Webserver, haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Diesmal was anderes, teilweise. Ich fange auf, kurzer Status quo. Status quo, ja. Also sprich das, was wir die letzten Jahre so gesprochen haben. Wir haben die letzten Jahre über Webserver und den Setup gesprochen, immer wieder bis zum geht nicht mehr, bis alle gesagt haben, nein, ich noch eine das heißt, es gibt jetzt bereits mehrere multimediale Erlebnisse zum, wie sagst du immer so schön, zeitsouveränen Nachsehen auf YouTube und diversen anderen Videoplattformen. Wir haben eigentlich, und das machen wir heute auch wieder, eigentlich zwei Webserver im Fokus. Ja, genau, die so halbwegs weit verbreitet sind, die vermeidet bewusst das Wort beliebt. Und nein, dann Microsoft Internet Information, Internet Information sind wir gehören nicht dazu. Es gibt ja so ein paar Sachen, die ihr schon hoffentlich, nachdem wir die letzten Jahre schon zitiert habt, schon verwendet, nämlich zum Beispiel eine aktuelle Version von Nginx in 1.13 Mainline zum Beispiel oder eine Apache 2.4, auch in der aktuellen Variante besprechen nicht, weil mich der Pepe auch, wenn er nicht 20 Mal drüber geredet hat, über einen Apache Traffic Server, sondern wirklich eine ganz normale Apache HTTP. Genau. Traffic Server sind nicht für die nächsten Wochen, also für die Tage, wenn jemand da aufgreifen könnte, würde mich interessieren. Was verwendet ihr noch? Eine aktuelle Crypto-Library, das wäre zum Beispiel OpenSSL 2.5.3 oder OpenSSL 1.0.2k oder was halt jetzt gerade aktuell ist, das kann sich nicht verwenden. Die Tischen ändert sich das. Die Tischen ändert sich das, genau. Ihr verwendet natürlich hoffentlich alle schon HTTP 2. Alle schon eine aktuelle Webserver verwendet, ja. HTTP-Standards. Was uns dazu führt, dass ihr natürlich auch eine ordentliche HTTPS-Konfiguration habt und wer einen Talk von uns schon einmal gesehen hat, weiß, was jetzt kommt. Die beliebte genau. HTTP ist aktualisiert. SSL ist noch immer tief, rot, schwarz, ist komplett tot, also das verwendet ihr noch immer nicht mehr. CLS 1.0 rottet auch schon so vor sich hin. 1.1 kann man prinzipiell im Notfall machen an sich, sollten alle schon auf TLS 1.2 sein und im Idealfall auch TLS 1.2 only machen. Rechnet damit, dass euch heuer TLS 1.3 nicht spontan überraschen wird, sondern sich schon seit einiger Zeit angedroht hat. Aber da kommen wir noch dazu. Wenn ihr jetzt also unsere letzten Talks gesehen habt, zum Beispiel mit dem Thema beschäftigt habt, habt ihr natürlich zusätzlich zu TLS 1.2 only natürlich auch eure Krypto-Setups vom Webserver aktualisiert, so wie zum Beispiel die Linux-Tage. Ja, und das auch getestet mit dem SSL-Webs-Test, das ist ja recht einfach, da glaubt man das rein, dann weiß man, das ist alles richtig, ich habe ein A-Plus bekommen und mein Setup ist richtig gut. Weniger als ein A soll es auch heutzutage eigentlich nicht mehr sein, ansonsten braucht das Ding noch ein bisschen Liebe, Zuwendung. Also nichts, was man nicht an einem Nachmittag bei einer Tasse Tee oder Kaffee gerne lösen könnte. Also ist nicht so schlimm. Genau. Was ihr auch verwendet, ist natürlich eine modulare Konfiguration. Das heißt, ihr habt eure TLS-Config und viele andere kleine Dinge, kleine Config-Snippets hineingetan, nicht nur so monolithische, riesige Textfiles. Also eine große HTTP-Conf ist beim Apache einfach aus. Das ist diese erste Sache. Da hat kleine Dinge, die kann man dann includen und mehrfach verwenden. Und wenn man den blöden Tippfehler, weswegen der Webserver nicht mehr startet, dann in dem Ding ausbessert, funktionieren nachher alle Hosts wieder. Das ist total praktisch. Oder wenn man einen Eindruck funktioniert, alle Richtungen. Genau. Konsistentes Verhalten. Genau. Ja, also das sollte auch bei euch das Status quo sein auf euren Webservern. Und damit schauen wir mal, was man noch so machen kann. Euer Setup ist einmal so halbwegs sicher von dem her. Schauen wir mal, was wir da machen können. Sollten wir vielleicht kurz noch das Prozedere erklären? Wer ist zum ersten Mal in einem unserer Talks? Ja, ich weiß es schon. Es gibt, damit wir ein bisschen Zwischenfragen und Interaktion mit dem Publikum hineinbekommen, gut ist, wer eine Frage stellt, und das ist wer eine Frage stellt, bekommt von uns ein Goodie, entweder ein Schokoschäppchen oder falls er oder sie veganen Lebensmittel verlangt, haben wir auch Mana schicken. Das kam aufs Ding. Der Laserpoint ist nicht von uns, aber die kriegt auch gerne her.
Also, sicheres TLS haben wir halt nicht deployed. Ist TLS schnell? Komische Frage. Ja, wann ist ausgemacht, dass wir auch Fragen stellen? Ende hoch, Ende zum Himmel. Wer weiß, ob TLS schnell ist? Wer ist der Meinung? Ja, TLS ist schnell. Ich bin schnell. Ja, sicher ist TLS schnell, wenn man das ordentlich konfiguriert hat, so wie in den letzten Talks vorgezeigt, ist es schnell. Frage ist jetzt, im Vergleich zu was? Ja, zu allem anderen. Im Vergleich wozu und dann die Antwort darauf wäre im Vergleich zu HTTP. Das war eine Frage. Das war eine Frage. Ich bin Freund, die Menschen haben den schon geschickt. Das heißt, jetzt ist die Frage, ist dein TLS auf deinem Service das auch schon schnell? Und die Frage ist natürlich, naja, ja, schnell genug ist es natürlich nicht, also wird es immer schneller. Das heißt, wir haben feststellen können, gegenüber was jetzt eigentlich, ist das TLS schnell? Schau mal, wie schnell ist denn das TLS eigentlich? Dazu haben wir... dazu MD5, weil das ganz schnell ist. Also erstens, das war eine Frage, zweitens, du möchtest unsere alten Talks anschauen, da erklären wir dir, warum die... Genau, das sind die Krypto-Settings, die ich auch bringen. Dazu begeben wir uns auf den Komfort unseres Command-Line-Tools und wir fragen da, was ist denn das mit der Überformungsbeleuchtung, wie das kommt, das geht halt. Also man tippt da, das ist so sinngemäß alles eine Zeile, wir haben das ein bisschen formatiert, dass man das halbwegs auseinanderhalten kann. Ihr müsst das nicht abfotografieren, ihr kriegt die Slides eh als PDF, ihr könnt das natürlich gerne tun. Vielleicht auch noch kurz, Gelb ist das, was ihr bei euch auf eurem Laptop eingibt. Also am Client quasi. Ja. Ihr habt da noch andere Farben? Oder? Das erklärt er dann. Ja. Also Sequence 10, das heißt, macht das Ganze 10 Mal, X-Args, wir rufen damit einen Curl auf und holen uns damit, quasi machen die Webseitenaufruf von den Linux-Tagen. Und lass uns das Timing ausgeben, wie lange dauert das TCP-Handshake und dann wie lange dauert das TLS-Handshake. Und dann kriegen wir halt so eine Liste mit Millisekunden, das hüpft da so vor sich hin, also 0,5 Sekunden. Da sieht man, oh, 70, 80 Millisekunden, dann ist ja okay, dann flog das Server. Geht das auf Windows auch? Windows 10? Ja, Windows 10 ist ein Ubuntu-Subsystem. Das einzige Ubuntu-System, die kannst du dort auch verwenden. Allerdings Kernel ist dort standardmäßig installiert, was CSD-Tool ist, gibt es aber in Packages. Das heißt, so zum Connecten ist es schon mal gut, aber wenn jetzt ein Client kommt und dann später wieder kommt, also reconnected, kann man das machen, damit es schneller geht. Dann sollst du wieder jedes Mal das Ganze noch einmal machen, genau. Wieder machen. Nginx ist teuer. Nginx ist teuer, das ist aufwendig, da kann man was tun. Genau. Der Mechanismus dafür sind TLS-Session-Tickets. Das heißt, wird für jede Session wird ein Ticket erstellt und wenn der Client dieses Ticket mitschickt beim Request, dann wird nicht da kein Check-Control gemacht, sondern. Genau, kann man gleich mit der bekannten Tutor weiterarbeiten, sparen wir einiges an Millisekunden. Das heißt, wie konfiguriert man das in Nginx? Das ist jetzt die zweite Farbe, die wir haben, mehrere Farben. Also grün ist immer Nginx-Config-Zeugs, das ihr nicht lesen könnt, weil ihr in der dritten Reihe sitzt. Deswegen kriegt ihr auch die Slides. Fontgrößen sind mir eben ausgegangen. Ist relativ simpel, also ich habe da so ein Config-Snippet definiert, das ich weiterverwenden kann. Dann machen wir mal einen Keep-Alive-Timeout, den setzen wir mal so auf grob 70 Sekunden. Danach muss man mal eine neue Connection aufbauen, das ist eine Frage. Ist er von der zweiten Zeile absichtlich kein Strichpunkt? In der zweiten Zeile? Nein, das ist damit zu überprüfen, dass ob alle Hosts auch wirklich funktionieren. das heißt, wir nehmen das ernst mit. Also ich weiß nicht, welchen Strichpunkt du meinst. Mein Syntax-Parser sagt auf jeden Fall keinen Strichpunkt. Das ist nicht der Strichpunkt, den ihr mich sucht. Das heißt, wenn ich Session-Tickets verwenden will, ich sage einfach Session-Tickets on, definiere einen Shared Cache dafür. Der heißt jetzt da halt SSL, den kann ich auch HTTP oder sonstige nennen. Und der hat 10 MB, damit bringe ich 40.000 Sessions unter. Also riesiger Rahmenbedarf geht es ja vom Raspberry Pi 2 bis 5 Mal aus. Geht auch, ist von der Performance aber eher suboptimal. Also over 9000 würde ich einfach nicht machen. Google empfiehlt bei der TLS Record Size für die Buffer Size 1440 Bytes. Kann man auch einstellen durch ein freundliches Source Code Patchen. 2K ist das nächste, was ich einfach ins Config-File schreiben kann.
kann, würde ich auch empfehlen. Was ist ein Nutritionelement für einen Monitor? Genau, ja. Und Session Timeout eben 10 Minuten ist okay, da müssen wir halt mal hinschicken. Ja, Wenn man die Settings von Brainstorm ändert, kann man auch so, so wie immer, ja, Mileage may vary, je nachdem, was dein eigener Traffic ist. Und ja. Wiederholen die Fragen für die Aufnahme. Die Frage wiederholen, ja, natürlich. Ja, kann man die Settings. Nein, nicht du. Nicht du. Also, ich kann es gerne auch nochmal schauen. Also, ob man die Settings so weiterverwenden kann oder ob man bei irgendwelchen Bottlenecks rennt. Ja, Mileage may vary wie immer. Hängt von deinem persönlichen Traffic ab auf der Webseite. Das sind Dinge, die so für normale, handliche Webseiten gut funktionieren. Ab dem 10. Webserver im Cluster würde ich mir das dann schon genau anschauen. Gut. Da, so da könnte man dann mit Logging machen, so was machen und schauen. Also so, wenn deine Sachen von einem Webserver gehostet werden, fährst du mit dem Zeug dazu. Das geht nicht nur mit Nginx, sondern auch mit Apache. Genau, für Apache brauche ich im Zweifelsfall noch ein Modul dazu, das nennt sich SOCache. SHIP-CV, das ist das Shared Object Cache Provider für High Performance Cyclic Buffer inside a Shared Memory Segment, sprich Speicher. ich habe dann in meiner SSL-Config, weil wir haben ja für die Module ein eigenes Config, das Modul ein eigenes Config-File, hier die Definition für den Session Cache und auch für den Session Cache Timeout. Das Schöne bei Apache ist, das ist normalerweise in aktuellen Linux-Distributionen bereits so aktiviert, man muss hier nichts tun. Das ist also quasi nur für die, die den handgekörperten Apache verwenden. So, ja. Frage? Frage? Ich glaube, das war nur die Gruppe. Okay. Jetzt möchte ich natürlich wissen, cool, ich habe jetzt Session-Tickets konfiguriert, es fehlt mir kein Strichpunkt in der Config, das Ganze hängt. Wie teste ich das? Naja, wir lassen uns von OpenSSL S-Client und seiner Syntax verwöhnen, rufen einfach das Ding auf, Input-Output leiten wir mal in Nirvana, weil das braucht keiner, macht das Ganze einfacher mit dem Output, suchen nach New und Reused Connections, kriegen dann sowas raus, OpenSSL S-Client hat connected, juhu, zweite Zeile, New, eine neue Session, wir haben ein Handshake, darauf, dass sie sich einigen konnten, dann disconnectet das Ganze und probiert mit dem Ticket noch einmal, und wenn da steht Reused, dann hat er das Session-Ticket nicht nur bekommen, sondern der Webserver hat es beim Zurückkriegen auch wieder angenommen und funktioniert. Und der teilt nicht nur Tickets aus, die er nachher so nö, sondern funktioniert wirklich und dann, ja, das macht er fünfmal und dann ist das super, dann heißt das, meine Session-Tickets funktionieren. Wie lange gibt denn so ein Session-Ticket eigentlich? Kommt darauf an, wie man es definiert. Ich habe es ja bei Apache vorhin auf 300 Sekunden definiert. Kann man natürlich auch wieder testen. Für wird auch deine handliche Command-Zeile, was du hier vorbereitet hast, nicht? Ist auch wieder Input-Output umgeleitet. Und diesmal greifen wir aber nach Lifetime natürlich. Ja. Und dann kommt zurück so, wir kriegen den Ding so 300 Sekunden zurück. Yay! Cool, also Server tut wie ihn geheißen. Ganz genau. Wunderbar. Funktioniert das auch? Ne, aber dann müssen wir mal testen, ob das funktioniert. Darauf darf ich jetzt praktische Dings, also S-Client kann man auch dafür Zwecke treffen. Da haben wir jetzt keine Live-Demo vorbereitet, das wird kurz mal gedauert. Ja, das sind wir schon fest verraten, das ist blöd. Wir haben da keine Zeit. Das heißt, wir machen diesen Connect-Test, lassen das Ding 5 Minuten sleepen, schreiben das Session-Ticket in ein File. Das ist unser charming Pattern mit dem S-Out, Session-Out, wo wir nach dem SSL underscore S das File rausschreiben. Und das holen wir uns dann wieder und dann probieren wir es noch einmal, so knapp bevor die 5 Minuten abhängen. Wenn ich dann wieder bekomme, so ein New und ein Reused, dann hat das funktioniert. Wenn ich es lang brauche, also länger als die 5 Minuten, die ich eingestellt habe, dann sollte da wieder New stehen. Dann weiß ich, ja, die laufen auch korrekt ab. So. Ja. Weiß der Client, wie lange das Ticket gültig ist und weiß er das dann weg? Gehst du nochmal zurück? Und? So, noch einfach so, dann zum Lifetime-Outlook. Lifetime-Outlook? Ja. Das ist eine Ausgabe am Client. Genau. Also, wenn du nach Lifetime krebst im S-Client-Output, kriegst du genau das. Dass der Client weiß es und der Client sollte dann eben nach der Zeit auch das Ticket gar nicht mehr mitschicken, aber da bringt direkt und nicht am Server, dass der Flash aus seinem Shared-Memory raus macht. Gelegentlich laufen. Ja. Vielleicht steht es wirklich aus, aber es ist ja immer ein Fakt, dass dich überhaupt nie gelöscht wird, dass die Clients mitten will. Ich habe jetzt für den Talk den Source Code nicht im Vorfeld angesehen. Ich habe Da gab es was in diesem
Theorie, ja. Das sollte das aktuell in der Sony gefixt sein, was ich so im Kopf habe. Da müsste ich jetzt auch Source Code lesen, da haben wir keinen Slide dafür vorbereitet, Source Code zu haben. Revocation, gelegentlich kommt es vor, dass man ein Zertifikat zurückziehen muss. Dafür gibt es zwei Mechanismen, CRL, also Certificate Revocation List, so eine lange Liste, wo die Zertifikate drin stehen, die nicht gültig sind. Super, solange die Liste klein ist. Wenn die Liste spontan groß wird, wie so bei Heartbeat passiert ist, und auf einmal hat eine Liste mit ein paar Megabyte und dann kommen ein paar hundert Millionen Clients und wollen die Megabytes haben, dann fügt sich die CA spontan gedost. Skaliert also eher schlecht. Die Art ist, das hätte auch so was. Ja. Das andere ist OCSP, also das Online Certificate Status Protocol. Da geht der Client her und fragt quasi bei jedem Handshake nach, so ist das Zertifikat noch gültig bei der CA, obwohl da ja eh Datum und so drinnen steht. Was man eigentlich auch nicht will, daher gibt es. Genau, weil da weiß die CA halt dann jede Connection, die ich mache, und das will man der CA ich auch nicht mitteilen. Dafür gibt es eine sehr schöne Lösung, die heißt OCSP Stapling. Also Stapling ist für die Klammermaschine. Ja, der Webserver geht her und holt sich quasi diese Überprüfung, ob denn das Zertifikat, das er selber ausliefert, eh noch gültig ist. Fragt den OCSP-Responder, holt sich diese Antwort, die ist kryptografisch signiert, klammert die ans Zertifikat dran, und wenn der nächste Client kommt und sagt, wer bist denn du, wo ist dein Zertifikat, so ist mein Zertifikat und hier ist mein Stapling, mit dem, dass das noch wirklich noch gilt, und liefert das gleich mit aus. Hat mehrere Vorteile, das Ganze ist natürlich einerseits kryptografisch signiert, auch sicher, das andere ist, es geht für den Client deutlich schneller, weil der spart sich einen DNS-Request, einen kompletten Roundtrip zum OCSP-Responder, der dann irgendwelcher Revocations in der Fürstlich überlastet ist und so. Also das Handshake wird deutlich schneller und ihr gewinnt Privatsphäre für eure Besucherinnen. Das ist das bisschen mehr an Datenwert. Genau, also das gehört jetzt um ein paar Reiz, das halten wir aus. Insgesamt ist das deutlich schneller. Das entsprechende Snippet für Nginx schaut so aus, ich drehe das Stapling auf, ich sage dem Webserver noch, well, check bitte, dass das Stapling auch passt. Und übrigens, meine Zertifikate kommen von dieser CA, also Trusted Certificate, das sind die CAs, von denen ich eine Stapling-Antwort als korrekt anerkenne. Ansonsten kalte die. Ist relativ simpel, das sind wirklich die drei Zeilen, und wenn ich ganz gemein bin, reicht die erste auch schon, also die erste Config-Zeile nicht. Beim Apache überraschenderweise ganz ähnlich, ich muss Stapling einmal aktivieren, SSL Stapling on, und habe dann noch zusätzlich die Möglichkeit, zwei zusätzliche Parameter anzugeben. Ich kann Responder Timeout angeben und ich kann dem Server sagen, wenn er vom OCSP Server keine Antwort bekommt, dann leitet er diesen Fehler nicht an den Client weiter, weil es würde dann den Browser oder den Benutzer vor dem Browser verlieren. Und ich muss dann auch schlussendlich auch wieder angeben, wo speichert er das Ganze. Das heißt, ich habe auch hier wieder mein SSL Stapling Cache, auch hier wieder Shared Memory. Kann man größer machen, wenn man möchte. Also sagenhafte 128 Kilobyte können wir uns gerade nicht leisten. Das geht auch wieder frei. Das Ganze schaut dann in einer Site-Config dann zum Beispiel so aus. Das heißt, ich aktiviere die Response, ich definiere die Response Location, das muss außerhalb des Virtual Hosts passieren, und im Virtual Host selber habe ich dann das Use SSL Stapling on gegeben. Drehe ich das Stapling on und setze die optionalen Options für die Stapling Response. Also auch genau, so straightforward, einfach schnell, bringt auch wieder ein bisschen Performance, Privacy, alles gut. Wenn man jetzt OCSP verwendet, sehr schön, das ist ganz toll, funktioniert das auch wirklich, wollen wir natürlich wieder testen. Unser komfortabler S-Client ist auch hier stets zu Diensten, wir greppen im Output nach OCSP und Certificate Status und kriegen dann zum Beispiel bei den Linux-Tagungen, da ist nichts, das ist nicht das Stapling, das ihr sucht. Andere Server sind da etwas freundlicher und sagen, ja, habe ich eine, so, und die Antwort ist auch in Ordnung, also auch wieder ganz einfach. Damit hätten wir noch die TLS-Session-Tickets und die TLS-Fragen. Der Nginx-Cache ist automatisch, oder? Ja, da kommt Konfigurationszeiten. Der Nginx-Cache ist automatisch. Also, ja, der holt sich auch die OCSP-Antwort und Response von alleine. Sobald das erste Mal als Client herkommt, wird die automatisch angelegt und gecached. Beim Apache hast du die Option, verschiedene Caching-Provider zu verwenden. Du könntest auch einen Cache zum Beispiel verwenden oder die File oder weil der Nginx geht davon aus, so Desktop-Speicher. Ja, die Backup aus dem Kontext dauert, also das bei den Das heißt, wir liefern jetzt Content sicher aus, wir liefern
beim zweiten Mal immer noch sicher aus und zwar so schnell wie möglich. Allerdings liefern alles relativ groß aus. Und eigentlich wollen wir ja, nachdem das TLS jetzt sicher ist, wollen wir es auch super schnell machen. Da können wir zum Beispiel Content Compression machen. Ja, machen wir den Content mal kleiner, ne? Also die Inhalte. Wir liefern die Inhalte jetzt kleiner aus. Wie das weniger Pixel. Ja, das heißt, wir verwenden kleinere Bandbreite. Ja, also für österreichische Bandbreite zahlt sich das wirklich aus. Da gibt es so schöne Sachen wie eben ETIC. Macht da auf meinem Nginx eine Compression-Kopf. Die kann ich dann in den diversen Hosts integrieren. Das kann ich, das heißt, entweder im Server-Kontext oder sogar ganz faul, ich kann das im HTTP-Kontext gleich für alle auf einmal konfigurieren. Spare ich mir das, weil Compression wollen wir eigentlich nicht machen. Das heißt, ich drehe ETIC auf. Super, recht komplex. Sagt ab HTTP-Version 1.0 wollen wir das auch verwenden. Das heißt auch bei 1.1 und 2.0 Connections. Also HTTP2 Connections. GZIP Vary On sagt dem Client, du übrigens, ich kann das mit der Compression, wenn du sie von mir haben willst, kriegst du sie. Für Dinge, die nicht schon vorkomprimiert sind, machen wir das im Webserver on the fly beim Ausliefern, und zwar mit GZIP Level 1, das geht schnell und hat es gegenüber 9 ungefähr doppelt so schnell und der Unterschied von der Compression ist wurscht. Wenn das File unter 50 Bytes hat oder die andere unter 50 Bytes hat, das zahlt sich nicht aus, dann liefere ich die 50 Bytes schneller aus, als dass ich nachdenke. Und Nginx buffert auch Dinge, die er gerade on the fly komprimiert hat und hat auf eben ein paar Buffer, die stellen wir ein auf 16 mal 8 Kilobyte, das ist auch wieder riesige Mengen, die man da im Rahmen cachen kann. Ja. Wenn gerade Sachen nicht komprimiert sind, man kennt ja automatisch bereits auf dem Fileserver komprimierte Pakete überschicken, zum Beispiel als ZIP-Archiv. Kommen wir gleich dazu. Ja. Das Proxy-Denging heißt, wenn ich, wenn ich Nginx als Reverse-Proxy verwende gegen einen Application-Server, dass auch von dort bekommene Antworten auch komprimiert werden. Eine der Fragen war eben, was mache ich jetzt mit verschiedenen vorkomprimierten Content-Types? Also ich kann über die GZIP-Types kann ich genau definieren, welche Mime-Types werden komprimiert und welche nicht, welche Mime-Types Nginx kennt. Findet in der Mime.types, heißt das Fall, was beim Nginx dabei ist, und ich kann eben sagen, ja, was schön komprimierbar ist, also Text, CSS, JavaScript, JSON, XML und solche Sachen, Webfonts, möchte ich komprimiert ausliefern. Wir brauchen ja JSON. Genau. Und wenn ich im Nginx ein Modul, das in der Standarddistribution zwar dabei ist, aber nicht hineinkompiliert ist normalerweise, das ist nämlich GZIP Static, mit dazu verwende, kann ich noch zusätzlich angeben GZIP Static On. Das heißt, wenn ich habe foo.text und foo.text.gz, also ein vorkomprimiertes GZIP-File, das ich schon im Filesystem liegen habe, dann stellt Nginx fest, oh, das ist schon vorkomprimiert, das muss ich jetzt nicht on the fly machen, ich kann es gleich ausliefern. Das heißt, das wäre so eine Sache, die extrem praktisch ist. Wenn ich so Static Site Generator habe, die statische Webseiten ausliefern, da kann ich nämlich gleich im Deployment-Skript, wenn ich die neue Webseite rausrendere, kann ich auch gleich die Compression mit das Skript hineintun. Oder es gibt Web 2.0 Workflows, wo ich jetzt eben mittlerweile schon 5 Tools brauche, damit am Schluss am Ende dann wieder ein .css-File rausfällt. Dann bin ich da hinten noch ein GZIP dran und habe dann das File auch gleich. Das kommt einfach in die Toolchain mit hinein, dann ist das vorkomprimiert und landet auf dem Server. Und das Server wieder. Genau, und bespart euch am Server wieder. Da zieht man das über mehr Clients auf dem Server beginnen. Erstaunlicherweise, das funktioniert auf dem Apache. Nein, doch. Bei Apache ist es so, da brauche ich ein paar Module mehr, damit das alles so funktioniert wie bei Nginx. Das heißt, ich brauche das Filter, Rewrite und Headers Modul und sowie das Deflate Modul. Mit der handlichen Kommandozeile ganz oben kann man mal schauen, welche Module installiert sind. Bitte vom Namen Deflate nicht verwirren lassen, da steckt dahinter schlussendlich auch der GZIP Compression. Das hat historische Gründe bei Apache, warum das anders heißt. Und auch nicht verwirren lassen, wenn man googelt, man findet ein Mod GZIP, das ist aber nur für die Version 1 und 2.0 und das will man eigentlich alles nicht mehr angreifen können. Also Mod Deflate ist schön und gut, wir haben schlussendlich auch wieder eine GZIP-Compression. In der dementsprechenden Modul kann ich dann auch wieder Settings setzen, ähnlich wie beim Nginx. Das heißt, ich kann mein Compression-Level setzen, 1 bis 9, wie bei GZIP, 1 ist die schnelle Variante, 9 wäre die umständliche. Memory-Level, wie viel Speicher soll er verwenden für die Compression, auch wieder von 1 bis 9 und ich habe ein Deflate-Window-Size, auch wieder von 0
gehört, dass du eine Ressource brauchst. Das Ganze, wenn ich nur Deflate aktiviere, erstellt man automatisch einen Deflate.conf, die, sage ich einmal, eher historischen Charakter hat, weil also auf einem Microsoft Internet Explorer 6, glaube ich, braucht man heutzutage nicht mehr Rücksicht nehmen. Das heißt, die möchte man vielleicht ein wenig anpassen. Das wäre jetzt so ein Serviervorschlag für das Add-Output-Filter bei Zeit. Dafür brauchen wir eben Mod-Filter, damit wir eben noch Mindtimes-Filter können. Und auch hier wieder JSON, XML würde sich anbieten, hier das On-Fly zu zippen. Was wir auch können, was aber ein bisschen Aufwand bedeutet, ist der Pre-Zipped-Content. Also auch das wieder, ich habe das G-Zip schon im Zuge meiner Toolchain erstellt. Dafür brauche ich eben beim Apache Mod Rewrite, das heißt ich schicke, ne? Ah, oh ja. Das heißt, ich habe AddEncoding gzip.gz, das heißt alles, was ich sage immer mal prinzipiell, ja, ich kann gzip und .gz mit Extension dafür. Und da hätten wir jetzt ein Beispiel, wie das für CSS-Files funktioniert, sprich, wenn der Client gzip kann, schaut er nach, ob es das File mit einer .gz-Extension schon gibt. Wenn ja, liefert er die gleich raus. Und wenn nicht, dann macht er die ganz normale gzip-Compression. Das einzige dasselbe habe ich jetzt hier noch einmal für JavaScript aufgeführt. Und am Schluss muss ich ihm noch sagen, wenn du einen .gz-File findest, dann komprimiert das nicht nochmal, weil das ist eher sinnlos. Genau, das Ganze stammt ursprünglich aus einer Drupal-Konfiguration, das auch mal, ja, also funktioniert mittlerweile gut und das Ganze kann ich innerhalb eines virtual hosts oder auch nur für einzelne Directory-Segmente definieren, das heißt, ich bin da sehr flexibel. Also um auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wenn du, also ich nicht gzip-Files, sondern irgendwie zip-Files oder rar-Files oder irgendwelche obskuren Dinge auslieferst, kannst du zum Beispiel für das eine Directory mit einer Directory-Direktive im Apache oder mit einer Location, mit einem Location-Block in Nginx sagen, umbord bitte nicht mehr gzip, ich weiß, dass ich schon für die Compressor hier nichts mehr nutze. Bei rar und Videos würde ich sowieso über den Mindset gehen. Ja, nicht angehen, genau, wenn es nicht komprimieren, genau. Gut. Sind wir durch? Das Ganze ist schnell, sicher, klein. Wir liefern halt jetzt jedes Mal kleinere Files auf. Oh, kann man sich, muss ich immer noch kleine Files rein? Nicht sparen. Ja, was geht noch. Also, da geht noch was. Wir schicken zwar jetzt kleine Files, aber immer noch jedes Mal kleine Files. Das heißt, was wir jetzt aufteilen wollen, ist das sogenannte Client-Caching. Das heißt, wir wollen Clients beibringen, hol dir nur Dateien, die neuer sind. Wenn du was hast, was wenn du in deinem lokalen Browser-Cache schon etwas hast, das sich am Server nicht geändert hat, dann hol das gar nicht erst ins Netz, sondern verwende das, was du lokal auf der Festplatte schon liegen hast. Gemanagt wird das über drei Direktiven, über drei Header. Den ETAG-Header, den Explicit und den Cache-Control-Header. ETAG, fangen wir ETAG an? Ja. ETAG ist einfach eine Prüfsumme vom File. Beim Nginx ist ETAG per Default eingeschaltet. Wenn ich das irgendwie aus obskuren Gründen überhaupt nicht mag, kann ich das auch einfach abdrehen. Der Client fragt für eine Ressource nach, macht also einen Request an den Server und liefert dieses ETAG mit, das ist so ein Mashup. Und der Server sagt, ja, das Mashup kenne ich, das File hat immer noch das gleiche Mashup und sagt zurück, 304, geh weg, hat sich nicht geändert, noch modified, brauchst du nicht. Also ich habe immer noch einen Roundtrip, aber die eigentlichen Daten werden nicht mehr übertragen, wenn der Client sie schon im Cache hat. Expires und Cache Control muss man konfigurieren, das ist dann zum Beispiel mein Wunderland Caching Config so drinnen. Das geht im Nginx im Location-Kontext und ich sage halt damit einer Regular Expression, alles was irgendwie JPEG ist oder GIF oder Bilder oder Video, das wird dir. Lieber Client, wenn du das Ding schon kennst, hebst du für die nächsten 7 Tage auf und mit dem Cache Control Public Headers frage ich auch irgendwelchen Public Proxies, die dazwischen sind, Firmen zum Beispiel oder euer Mobilfunkbetreiber betreibt sowas zum Beispiel auch und Cache. Die Daten darin, auch mit dem Public wird eben angewiesen, dass das auch Caches, die dazwischen liegen, erstens cachen dürfen und zweitens auch cachen sollen. Und nachdem ich nicht alles für 7 Tage aufheben möchte, könnte ich zum Beispiel für meinen Webfeed sagen, ja, okay, den cache nur eine Stunde, dann können wir sicher sein, dass der immer aktuell ist, öfter aktualisiere ich den nicht und kann das eben entsprechend auch wieder über die Extension oder irgendein Pattern, was auf meine Feinheit lösen.
Beim Apache ist es ein bisschen anders. Hier ist der E-Tag zwar Bestandteil des Core-Moduls, das heißt, ich brauche kein zusätzliches Modul dafür aktivieren. Das E-Tag-Direktiv ist aber per Default nicht aktiviert. Das heißt, ich muss sie beim Apache aktivieren. Ich kann das auf zum Beispiel Directory-Ebene machen. Dann gilt dieser File-Tag jetzt für dieses Directory und alle darunter liegenden Dateien und Verzeichnisse. Ich kann dann für ein Verzeichnis darunter, also zum Beispiel war.www.images, könnte ich dann zum Beispiel eine andere File-Tag-Direktive nehmen, weil ich beim Apache konfigurieren kann, welche Bestandteile einer Datei er für diesen File-Tag-Hash verwendet. Das sind beim Apache der iNode, also die iNode-Nummer, die Modified Times, die Änderungsdatum, die Größe, alles zusammen oder gar nichts. Das heißt, ich kann sagen, in einer Directory möchte ich iNode, M-Time und Size haben, und im Verzeichnis darunter möchte ich dann nur M-Time und Size haben. Es gibt, wenn man googelt und sich über informiert, dann große Diskussionen, ja, und der iNode, das ist so ein Problem, weil da liegt man Information und wenn man einen Cluster an Servern hat, dann sind ja die iNodes unterschiedlich, dann funktioniert die E-Tag nicht. Ja, muss man aber kurz drüber nachdenken, was Sinn ergibt für einen File E-Tag. Das heißt, mit M-Time und Size kommt normalerweise gut aus und dann funktioniert das Ganze eigentlich ganz wunderbar. Für die Expire-Angaben, also sprich für wie lange ist der Content jetzt gültig, wie lange darf ich in der Client cachen, brauche ich zwei zusätzliche Module, zum einen das Expires-Modul, LoRaNet, und zum anderen das Headers-Modul, um eben zusätzliche HTTP-Header im Server zu setzen. Das Ganze schaut dann zum Beispiel wieder in einer Demo-Site so aus, das heißt, ich habe in meiner Location Expires Active On, das heißt, damit aktiviere ich diese Expires-Information. Und dann kann ich eben für verschiedene Mime-Types Expires-Informationen angeben und ich habe mit Expires-Default auch die Möglichkeit, einen Default-Wert, also einen Vorgabewert zu definieren. Der Apache kennt zwei Syntax-Varianten für die Expires-Beschreibung. Das ist jetzt hier die schöne lesbare Variante, also sprich, ich habe Modified plus 2 Weeks, 3 Tage und 1 Stunde. Das ist recht schön lesbar. Die Alternative wäre dazu ein großes M und die Anzahl der Sekunden. Ich finde das hübsch, auch wenn es halt ein bisschen nervöser ist. Und für Bilder definiere ich eben zum Beispiel Modification Time, also Änderungsdatum plus 7, was sind das? Zeiteinheiten. Zeiteinheiten, die Default-Zeiteinheiten sind, glaube ich, Sekunden. Also das wäre relativ kurz, aber Caching. Und mit dem Header Merge Cache Control Public mache ich genau dasselbe mit dem Nginx. Ich sage den Proxys, die irgendwo dazwischen liegen, dass diese Daten gecached werden dürfen. Für dieses Header Merge brauche ich eben das Mod Headers, damit er das hinzufügen kann. Wenn wir das konfiguriert haben, was machen wir denn da als nächstes? Drehen wir das einfach auf und das war's. Wer die Struktur des Talks mitverfolgt hat, weiß, was jetzt kommt. Ausprobieren. Genau. Ausprobiert ist das. Jetzt. Du mal mit deinem Hörer. Nächstes Mal will ich, wie geht's? Ja, wie wenig kommt man? Ich mache nicht mit Kino. Ja, ja, ich mache BSD. Ja, also Kernel, Windows, S, damit es sein ist und groß I, damit ich Header bekomme und nur die Header, der Rest interessiert mich eh nicht. Ich hole mir dann zum Beispiel das CSS-File und ich möchte wissen, so, gibt es da irgendwie E-Tags-Cache, Expire-Header, kommt da irgendwas? Und der Windows-Tage-Server sagt, hier ist der E-Tag für dich. Das ist schön. Besser ist er noch im Knie. Ja, noch schöner wäre natürlich, wenn da noch mehr käme, nämlich zum Beispiel ein Expires-Header, der mir angibt und bis zu diesem absoluten Datum, sofern ein Datum absolut sein kann. Der Cache-Control-Header hat an sich den gleichen Inhalt, nur halt mit Sekunden. Das macht der Webserver an sich normal verrechnet das von alleine aus und Cache-Control-Public wieder mit. Und Proxys dazwischen haben Spaß mit der Datei. Genau. Das heißt, wir sind jetzt sicher, schnell, klein und wir sind auch noch faul, weil wir liefern die Files einfach gar nicht mehr aus. Einfach lieber klein, merkt ihr das, einmal genügt. Ich blogge eh nur einmal im Jahr. Passt schon. Außer nichts mehr. Da tun sich natürlich sonst auch noch was in Sachen Webservern. Wir haben es letztes Jahr beim Talk schon ein bisschen angedeutet. So Security-Header, da kann man noch ein paar Sachen machen. Also deswegen, letztes Jahr war es so, da konnte man mit einem SSL-Labs-Test den meisten Webseiten noch eine reindrucken und so, ich glaube, ein paar C oder schlimmer. Das ist ganz schlimm.
Ja. Mittlerweile haben die meisten Websites schon aufgeräumt, wenn man von ein paar privacy-bezogenen Websites absieht. was aber noch immer schön funktioniert, sind die Security Headers. Genau. Security Headers sind halt einfach ein HTTP-Header, die ich mitliefern kann, die einem Webbrowser, einem Client, ein paar Sachen sagen, somit tut das vielleicht lieber nicht. Und das kann auch schon mal helfen, insbesondere dann, wenn ihr User Generated Content auf eurer Webseite ausliefert, also irgendwo Fotos von Leuten, wieder Texte sind auch immer sehr beliebt. Also sprich, wenn ihr irgendwelche Formulare habt oder Uploads entgegennehmt. Darf ich das einfacher formulieren, wenn euch euer Dienstleister in WordPress installiert hat? Geht auch mit anderen Teams. Da gibt es ein paar simple Header, die haben wir letztes Jahr schon angesprochen, deswegen gehen wir da ganz klar drüber. Extreme Options, also iFrames auf eurer Seite. Content Type Options, somit, wenn das Ding behauptet, ein Bild zu sein, dann führe nicht als Ding, das Bild als JavaScript aus. Internet Explorer ist da sehr eigen, was das betrifft. Nicht nur der. Ja. Und Cross-Site Scripting Protection hat genau die Möglichkeit, ich kann sie aufdrehen und wer hätte nicht gern Cross-Site Scripting Protection. Deswegen, das könnt ihr bei HTTPS und bei HTTP verwenden, aufdrehen, fertig. Danke. Nachher nicht wundern, warum das Webmin nicht mehr geht, Mountcube braucht bei Extreme Options and Same Origin. Ja. Gab es bei den XSS Protection nicht bei einigen Browsern wieder ein paar Voice Positives? Da wäre mir persönlich keine bekannt, aber ich freue mich, wenn du mir das nachher erzählst. Die Frage war, ob es False Positives gab bei der XSS Protection. Ich glaube, bei XSS gibt es immer irgendwas zum Klick und Basteln. Also, aber wenn du da was Konkretes weißt, bitte gerne, bin ich sehr angenehm. Das ist Apache. Du selber funktioniert mit Apache genau dasselbe, das macht gut an. Wenn ihr da genau wissen wollt, schaut es uns auch vom letzten Jahr an. Da gibt es dankenswerterweise an die vielen Menschen, die helfen, ein Recording und das könnt ihr euch anschauen, das ist super. HSTS, die HTTP Strict Transport Security, sagt eurem Browser, schön, dass du mit HTTPS hier bist und übrigens, falls du jemals wiederkommst, bitte nur mit HTTPS und zwar fürs nächste Jahr. Das ist nicht gut. Idealerweise sage ich dann noch dazu, und übrigens, das gilt auch für all meine Subdomains, also irgendwie www und Images und was auch immer ich sonst noch so habe. Und da gibt es jetzt die schöne Geschichte, die Trump Administration hat jetzt angekündigt, dass sie auf einer Seite, wo HSTS aktiviert ist, HTTPS wieder abdrehen. Ja. Kann man schon machen, oder? Ja, könnte zu Fehlermeldungen führen. Ja. Dreht man ganz einfach auf im Nginx, einfach Fehler setzen, Strict Transport Security, setzt das auf ein Jahr, das ist ein Jahr in Sekunden. Ausgenommen für Jahre mit Schaltsekunden. Und ich möchte es für alle Subdomains, das heißt, wenn ich von einer Subdomain daherkomme, das bekomme, gilt das für alle anderen Subdomains auch. Und weil ich so super bin, habe ich das bei Google eingetragen und gesagt, preload meine Domain, auch wenn der User http://, eingibt, lieber Browser, besser das auf ein HTTPS aus, fast mit HTTP ist super, überlegt euch das bitte vorher, bevor ihr Preload und Subdomains da wirklich setzt, weil wenn ihr interne Hosts habt, die kein HTTPS verwenden, verlangen es die Browser jetzt auf einmal trotzdem. Also vorher einmal gut überlegen, wenn die den Einheller einmal gesehen haben, dann bestehen sie drauf und zwar zu Recht. Ihr wollt das eh haben, aber einmal vorher überlegen. Immer Apache. Dasselbe in Grün, in dem Fall jetzt ohne, selbe so Zürich, und selbe Zürich und das Ganze ohne Subdomains und ohne Preload, aber ähnlich. Genau. Ja. Und weil es auch mehr Header gibt, genau. Content Security Policy, das ist ein super, super Teil. Hochkomplex. Man kann sich unglaublich ins Knie schießen damit. Praktischerweise hat man zwei. könnt ihr euch auch in beide Knie schießen damit, wenn ihr nicht testet vor allem. Damit kann ich einem Browser sagen, du übrigens, ich binde Content von Drittseiten ein und ich hole von diesem Content Delivery Network JavaScript und von dort in CSS und meine Webseite ist so zusammengeklappt, das Wetter kommt von ganz woanders, was ich anzeige, viele andere Dinge. Hier ist eine Liste, was du tun darfst und was du nicht tun darfst. Also für den Fall, dass jemand dann sagt, auf meinem Server lasse ich gar nichts zu, kein JavaScript, kein CSS, kein überhaupt nichts von mir mehr. Wo ist es sinnvoll, einem Webserver zu sagen, sag dem Browser, er darf von mir ins Content fahren. Ich will Webseiten ausliefern, aber ich darf keinen Content lassen, wie ich das so nicht. Na, geht nichts kaputt, das ist nämlich total wichtig, das zu machen. Es geht nicht wirklich, es ist sinnvoll, auf dem HTTP-Host, mit dem ich nur auf HTTPS upgrade. Das heißt, User kommt bei HTTP daher, ich sage, HTTPS, Redirect 301, permanent,
Kommentar.js wieder. Da liegt vielleicht genau die Policy mit, sondern hier ist kein Content und du willst auch nichts laden für den Fall, dass sich da irgendwas eingeschlichen hat. Irgendein Provider vielleicht irgendwelche Werbedinge injected hat. Genau. Das hilft genau dagegen, dass Fluglinien, Mobilfunker, Hotels, alle möglichen injecten. Kabelnetzbetreiber. Kabelnetzbetreiber injecten halt ganz gerne mal in Plaintext-Traffic-Sachen, Tracking-Cookies, Werbebanner, sonstige Dinge. Das ist so, sagt dem Browser, so unnötig. Das Klumpert wollen wir nicht haben und zeigt es auch bitte nicht an, was heißt eigentlich. Bei einem HTTPS-Host, wo ich dann schon ein bisschen mehr lade, im Browser ist jetzt kein Prüfungsstoff, kann so eine reale Policy dann auch schon mal so aussehen, dass er auch noch länger sein? Das ist jetzt die vereinfachte Variante. Das ist das Setup von der Privacy-Coverage, ja. Wo wir jetzt derzeit keinen Ticketverkauf haben für den Event im Oktober. Ja, noch nicht. Als wir dann den Ticket-Job aufgemacht haben, hatten wir da ein bisschen Spaß am Gerät, weil wenn der Ticketdienstanbieter drei verschiedene Hostnamen verwendet, um einen Ticketvorgang abzugehen, ist das relativ mühsam, da alles hineinzufügen, wie das auch so funktioniert. Und wenn er dann noch zwei Wochen die Hostnamen ändert, ohne was zu sagen, muss man dann wieder hineingreifen. Genau, also man muss da viel testen. Und immer wieder drauf schauen. Genau. Wir haben jetzt mal mehr Header als die Webseite lang. Deswegen verwenden wir HTTP2, da werden die Header nämlich einmal übertragen und dann gecached und dann nicht mehr. Das ist praktisch ja HTTP2, was wir ja gerne einsetzen. Würden wir nicht nur einen Import-Endcode angeben, sondern wir nicht nur Report. Ja, du hast doch eine Reporting-Möglichkeit, wenn diese Policy verletzt wird, dass der Browser sich wo meldet mit bitte, da war was, ich habe da was gesehen. Da kann man noch gleich was passieren. Das Ganze aus einem Patching heraus, in dem Fall jetzt von einem Blog, wo ich halt zum Beispiel Goodreads einbinde, also sprich die Bücher, die zuletzt gelesen wurden, oder YouTube-Videos, damit es so eine Content Security Policy so in der Art ausschaut. Das ist, wie man schon gesehen hat, relativ komplex. Zum Glück gibt es da Tipps, die einem helfen. Ja, da gibt es im Scopemi einen schönen Content Security Policy Generator. Den rufe ich einfach auf, kann dort meine Webseite schon mal eingeben und sage, ich habe schon einen. Lade die mal rein als Basis und dann kann ich mir da ganz schön zusammenklicken, was ich haben will. Kann die copy-paste in meine Config, reloade meinen Webserver einmal und teste. Und ich kann im Content Security mehr testen. Ja? Immer mehr testen. Der Browser-Debug ist euer Freund in dem Fall, weil auf der Konsole schreibt nämlich der Browser dann Leadership hinaus. Das hat nicht funktioniert, er schreibt dir dazu die Object Source Namen, das heißt, du weißt schon, wo du das auch ändern musst. Das ist wirklich praktisch, damit ist das Ganze in 1-2-3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 -
Ansonsten wird der Browser sagen, die fehlt jetzt, das mag ich nicht. Wer Nameserver betreibt, bitte updatet euren Nameserver. Also wenn es nicht die IP ist, die Binaries, wo euer Bind oder Power DLS oder was auch immer läuft. Der CAA Resource Record gibt an, von welche CAs dürfen für meine Domain-Zertifikate ausstellen. Wenn ihr nicht wollt, dass Let's Encrypt zum Beispiel Zertifikate ausstellt, dann schreibt dort rein, welche CA das nach. Wenn jemand bei Let's Encrypt ein Zertifikat für eure Seite requestet, dann werden die sagen, der CAA-Record sagt aber, ich darf das nicht, weil ich stehe da nicht drinnen. Das macht die Blue-Code-Admins auch unglücklich, oder? Ja, das macht sogar Blue-Code-Admins. Das ist super. Momentan, also der Hintergedanke hinter diesem CAA ist eben, dass nicht beliebige CAs Zertifikate für dich ausstellen können oder bestimmte Domains ausstellen können. Momentan ist das nur in Verwendung für CAs, das heißt, eine CA kann nachschauen, ob sie überhaupt eigentlich ausstellen dürfte. Vor allem für diese ganzen Robo-CAs ist das wichtig, damit die nicht automatisch das DHCP-Zertifikat ausstellen. Deswegen unterstützt Let's Encrypt das auch wirklich schon, im Gegensatz zu vielen anderen. In Zukunft wird darüber diskutiert, ob das Browser nicht auch auswerten soll. Wir werden sehen, was das CA-Browser-Forum dazu sagt. Und was auch noch kommt, ist eine Extension für HTTP mit Expect Certificate Transparency. Minus 2, sehr gut. Wo dann drinnen steht, dass eine CA alle Zertifikate, die sie je ausgestellt hat, publizieren muss, damit eben wir einen Audit-Trail haben, was da ausgestellt wurde und warum, und man nachschauen kann, was da im Prozess gut funktioniert oder was schief gegangen ist. Das ist momentan ein RFC-Draft. Und nachdem wir perfekt in der Zeit sind, haben wir jetzt noch mindestens 5 Minuten für Fragen. Genau, das ist das Ende der Zukunft. Wir haben Fragen, falls ihr uns irgendwie online kriegen wollt oder über den Talk. Twitter ist eigentlich immer über den Talk. Run auf Twitter, bitte das Hashtag zu verwenden. Mail schreiben ist ziemlich hoffnungslos. Ja, genau, wir lesen keine Mails. Fragen. Seid ihr auch für Windows aufbereitet? Was zahlst du? Windows, das sind diese Dinger im T-Box, gell? Ich bitte schon. Vielleicht gerade so sehr. Welche MIME-Types komprimiert werden sollen, wenn da schon ein komprimierter MIME-Type kommt, wird das nicht nochmal komprimiert. Beim Apache muss es extra dazu sagen, der Nginx erkennt es an sich automatisch. Und auf die Proxy-Konfiguration dazwischen haben wir keinen Einfluss. Wenn er dazwischen ein schlecht konfigurierter Proxy steht, wo der Proxy auch mit der Meinung ist, er muss jetzt ein MP4-File noch einmal komprimieren. Genau, also Upstream-Proxy, das hat Pech gehabt, wenn es darum geht, den Nginx als Reverse Proxy vor deinem Application Server zu machen, kannst du das jeweils getrennt einstellen, für die Proxy-Antworten auch komprimieren soll, für den Fall, dass dein Application Server schon vorkomprimiert Antworten schickt. Aber also, kann das auch automatisch erkennen, ob da was schon komprimiert kommt? Ja, aber. Müsste gehen, ja. Okay, danke, Ludwig. Geht. Ludwig, glaubt mir, dass der ganz gleich aus. Noch eine, er macht zwar keinen Talk, aber er kriegt hier auch. Ja. Eine letzte Frage, bevor wir überziehen. Die nachfolgenden Talks auch leiden. Sie sind fies heuer. Das haben wir ja. Ja, aber was? Und sind wir durch?